Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Disney Infinity, diesmal mit dem Playset The Avengers. Wir sehen Iron Man, Thor, Hulk oder andere. Ich bin gespannt, was uns die Story hier bieten wird und wir legen direkt los mit dem Intro. Du solltest mal deine Klimaanlage reparieren, Stark. Was ist hier los? Keine Ahnung. Jarvis, bist du bereit? Gib mir den Statusbericht. Die Sicherheitsüberbrückungen kommen online rein. Ich habe in 40 Sekunden ein Update für Sie. Perfekt. Wenn er zu sich kommt, sag ihm, er hätte nochmal 80 Jahre verschlafen. Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Butler 5000 sieht sich das mal an. Hulk Gold! Sir, anscheinend... Vorsicht! Siehst du? Deshalb darfst du nie mit in den Porzellanladen. Warte, Jarvis, ich lenke die Stimmmodulation um. Langsam, Großer. Wir arbeiten dran. Loki! Nein, ich bin's, Tony. Weißt du noch? Wir sind beide Avengers. Geheimer Handschlag und so. Wie gesagt, Sir, anscheinend haben Loki und die Eisriesen Manhattan erfolgreich eingenommen. Momentan konzentriert sich der Angriff auf Avengers Tower. Diesen hier. Die Sensoren registrieren Eisriesenaktivität im ganzen Gebäude, aber hauptsächlich um das Labor herum. Das Labor, hm? Was will Loki mit Stark-Technologie? Bestimmt nichts Gutes, das versichere ich dir. Vielleicht sollten wir bei S.H.I.E.L.D. nachhaken, ob sie was wissen. Ich fürchte, das ist unmöglich, Sir. Avengers Tower läuft nur mit Notstrom. Unsere Kommunikation nach draußen wurde unterbrochen. Ich schlage vor, wir gehen da halbmäßig rein und schauen nach, was die Schelme so treiben. Ganz recht, Sir. Ich versuche, das Sicherheitssystem zu aktivieren, während Sie sich mit Ihrem Team ins Labor begeben. Der Missionsleitfaden gibt dir die Richtung und die Entfernung zu deinem nächsten Missionsziel an. So, da sind wir und wie man sieht, als erstes habe ich hier Thor gewählt, weil Thor einer meiner absoluten Lieblinge ist. Ich finde Thor extrem cool, Iron Man finde ich natürlich auch cool, Captain America finde ich auch extrem nice. Ich würde sagen, der Beste ist auf jeden Fall Hulk, der ist meine Nummer 1 von den Avengers. Danach würde ich Thor nehmen und dann Iron Man. Aber ich finde sie auch wirklich alle ganz cool. Aber Thor ist eben eine verdammt coole Sau. So, Erfahrungspunkte sind immer nice, die nehme ich natürlich mit. Leider kann ich ja jetzt noch keinen Hulk spielen, der kommt erst später raus, außer man besitzt eben die Collector's Edition, die ich leider nicht besitze. Die war mir ein bisschen zu teuer im Nachhinein und als ich sie mir holen wollte, war sie leider schon ausverkauft. Was haben wir hier drüben? Irgendwelche Kisten? Halte dich zurück! Wow, alles klar, Kisten sind verflucht gefährlich. Und hier sehen wir einen goldenen Iron Man Helm. Na, dennoch haben wir ziemlich viel Lebensenergie. Ich wette, hier drin bekommen wir keine Lebensenergie. Nope. Wir müssen also direkt hier drüben hin. Wir können auch noch nach oben gehen, vielleicht. Wir können wahrscheinlich auch fliegen. Immerhin bin ich ja Thor. Was haben wir hier? Punkte zum Mitnehmen. Na, meinetwegen nehmen wir sie mit. Ich denke mal, den Turm hier, den werden wir auch als Kommandobasis immer wieder betreten können. Aber auf jeden Fall werden wir auch die Stadt sehen. Aber erstmal sind wir hier drin gefangen, denn wir haben keinen Strom. Enteisen ist genau mein Ding. Eisriesen. Der Aufzug scheint beim Angriff beschädigt worden zu sein. Mit etwas Gewalt müsste er sich lösen lassen. Und Gewalt ist auch mein Nächster Ding. Nächster Halt, Laborebene. Zusätzliches Eis hat unseren Abstieg verhindert. Ein kräftiger Ruck müsste das Problem lösen. Na meinetwegen. Wir erreichen jetzt die Laborebene. Irgendwas höre ich doch überall hier. Überall in diesem Turm befinden sich Eisriesen. Ich verriegle die Türen, bis die Gefahr vorüber ist. Na gut, dann Lebensenergie und dann säubern wir hier die Gegend. Eisriesen, kein Problem für mich. Was machen die hier? Auf den Generator eindreschen? Diese Barbaren! Wow, Thor hier kann den Hammer schwingen, wie man sieht. Er scheint ziemlich stark zu sein. Und ich wette, wir können richtig geile Upgrades holen später. Bam! Friss meine Keule, Dicker!
Gefahr gebannt. Okay, sowas finde ich gar nicht gut. Kann ich irgendwas dagegen tun? Wir hauen hier mal dagegen. Die Dinger hier sind verflucht gefährlich. Die sollten wir hochheben und wegwerfen. Ist auf jeden Fall die beste Idee. Alles klar, die hier sind da drin. Die kennen wir ja bereits aus Guardians of the Galaxy. So. Aber sonst kann ich hier nichts mehr mitnehmen. Was genau muss ich hier tun? Zerstören? Du hast die Sicherheitsüberbrückung ausgelöst. Laserverteidigung wurde aktiviert. Alles klar, springen ist kein Problem. Wir können fliegen. Wir können schweben. Und wer schweben kann, kann auch springen. Dieses Gebiet weist strukturelle Schäden auf. So, willst du mir also sagen, dieser Turm hier ist sehr, sehr instabil? Na, meinetwegen. Einer rennt irgendwo hier noch rum. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen die Gegend zerstören. Bam! Dreier-Kombo, jetzt schon. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Hier können wir nach oben gehen. Lebensenergie sparen wir uns. Natürlich fliegen wir rüber. Wenn schon, machen wir das Ganze hier elegant. Das werde ich nicht in meinen Bericht schreiben. Besser so. Okay, irgendwas hier noch zum Mitnehmen. Erfahrungspunkte wären ganz cool. Dann könnte ich hier direkt ein bisschen leveln. Da hinten sehe ich Eis, aber Eis bringt mir null. Na gut, wir können weitergehen. Explosion! Ich liebe Explosion! Eisriesen nähern sich. Sie scheinen durch die Wand vorgestoßen zu sein. Und wieder eine Ladung hier von denen. Alles klar, hauen wir mal so zu. Auch ziemlich cool. Also man sieht, wir lassen die Gegner hier gar nicht mehr auf den Boden kommen. Wir können den Hammer schleudern. Wir können ihn schwingen. Wir können eine abgefahrene Rolle machen. Und wir können natürlich auch Schaden nehmen. Und deswegen sollten wir, Moment, ein bisschen Lebensenergie mitnehmen. Alles klar, der nächste Raum. Warte mal, wenn ich hier hochgehe, komme ich wo genau hin? Nirgendwo. Halt ein paar Punkte zum Mitnehmen. Brauchen wir nicht. Ich habe so viele Punkte. 30.000 ist mehr als genug fürs Erste. Man sieht es ja hier, wir bekommen wirklich die Punkte hinterhergeworfen. Na, die Dinger hier zerstöre ich lieber. Ich habe gelernt. Ich habe wirklich dazu gelernt. Die Laserverteidigung in diesem Gebiet kann mit der richtigen Zugriffskonsole ausgeschaltet werden. Und die finden wir wo genau? Wahrscheinlich hier drüben. Tja, Thor kann nichts bedienen, sondern nur zerstören. Ähnlich wie Hulk. Eisriesen beschädigen den Turm. Besiege sie, bevor sie unsere wichtigsten Ressourcen zerstören. Diese kleinen, großen Riesen zerlegen hier alles. Frech, richtig frech. Erstmal so eine Nummer hier. Komm schon, Level up, komm schon. Wir sind erneuert. Wir sind erneuert? Was genau hat das zu bedeuten? Habe ich irgendwas zum Werfen? Ja, den hier. Irgendwas mit mehr Bums hier drüben. Das nehmen wir uns doch. Wow. Komm schon, nimm es dir. Und dann direkt rein hier in die Meute. Die Jungs halten ein bisschen viel aus. Vielleicht ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Aber Thor hier hämmert sie weg. Und der letzte hier. Gefahr gebannt. Zugang wird geöffnet.
Na, komm nach oben mit uns. So. Wenn man hier schon fliegen kann, sollte man es nutzen. Also den Hammer werfen macht jetzt schon richtig Laune. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir Thor verdammt gut. Und wer es wissen will, die Figur. Das sieht auch extrem geil aus, ziemlich groß geworden, gehört mit zu den größten Figuren. Du wirst heute Abend keinen Sieg erringen. Eine sehr geile Heldenpose. Den Hammer natürlich in der Hand. Also wer sich hier das Starterpack holen sollte. Die Thor-Figur sieht wirklich am besten aus. Da kann Iron Man oder Black Widow nicht mithalten. So, ich denke mal, hier kommen wir nicht rein. Nee, hier ist zu. Und wieder so eine Nummer hier. No problemo. Ah, Moment, wir rennen durch. Alles klar, und hier drüben irgendwas zum Zerstören. Dann kommen wir hier durch. Sie sind durch das Lüftungssystem entkommen. Geh vorsichtig weiter. Jo. Machen wir definitiv. Aber erstmal hier rein. Haben wir hier drüben irgendwas zum Mitnehmen? Irgendwas Gutes zum Mitnehmen, meine ich. Ich meine, Punkte sind mir, wie gesagt, nicht mehr so wichtig. So, wir schauen mal. Was können wir denn hier so leveln? Also, Thor. Natürlich, mehr Lebensenergie. Dann hier Turboschaden. Ja, könnte man mitnehmen. Ich finde die Lebensenergie mittlerweile jetzt eigentlich ganz gut. Nehmen wir hier den Schaden mit. Mehr Schaden ist immer eine sehr schöne Sache, denn er hat ja schon ein bisschen mehr als zum Beispiel ein Spider-Man oder auch ein Iron Fist, der hat ja auch sehr wenig Lebensenergie. Rocket Raccoon, glaube ich, hat er auch sehr wenig. Was für ein Zauber ist das? Sie haben es gleich geschafft. Wie ich sehe, bist du im Labor angekommen. Die Eisriesen haben den Arc-Reaktor aus dem Energiekern entfernt. Eine Explosion steht bevor. Okay, das ist gar nicht gut. Du denk musst ich mal. Den Energiekern stabilisieren, solange noch Zeit ist. Setze Arbeit an der Steuerkonsole fort. Warum bekommt man hier so viel Lebensenergie? Wir werden hier zugeschissen mit Lebensenergie. Falls du den Energiekern nicht stabilisieren kannst, wird das Kraftfeld die Explosion eindämmen. Ach so, deswegen, weil Gegner ohne Ende kommen. Egal, die haben keine Chance gegen mich. Ich bin immerhin Thor. Ein Gott. Fürchtet mich. Oh, die hauen aber auch wirklich gut rein. Lass nicht zu, dass die Eisriesen den Energiekern weiter beschädigen. Egal, ich bin gleich hier Level 2. Ich bin bereit für den Kampf. Leveln können wir hier nichts, aber wir können hier drüben hin. Der Kern wurde erfolgreich stabilisiert. Das Labor scheint intakt zu sein, aber die Arc-Reaktor-Technologie wurde entfernt. Lass mich raten, das ist auch nicht gut. Und wir sollten uns darum kümmern. Und eine neue Heldentat. Gibt's hier oben Erfahrungspunkte? Irgendwo? Ich will hier ein bisschen schneller leveln. Na gut, gehen wir nach oben. Oh, wir haben die Mission erfüllt. Der Kampf ist gewonnen. Willkommen zum Kampf, Avengers. Lokis kleine Pöbelbande richtet Chaos in der Stadt an. Wir könnten also deine Hilfe gebrauchen. Um die Sache zu beschleunigen, hat dir S.H.I.E.L.D. die Freigabe erteilt, ihren neuen Motorradprototypen zu benutzen. Fahr mit dem Motorrad zu mir. Sobald sich S.H.I.E.L.D. davon überzeugt hat, dass du damit umgehen kannst, darfst du es behalten.
Okay, wir bekommen natürlich wieder ein Fahrzeug, das ich absolut nicht fahren kann. Das Radar zeigt dir deine Umgebung an. Gelbe Punkte markieren den Ort deiner Missionsziele. Du kannst mit dem Radar auch Missionsgeber, Feinde und interessante Objekte finden. Ja, ich weiß. Wow, es kann springen. Alles klar, okay. Dann versuchen wir mal irgendwie von A nach B zu kommen, ohne zu sterben. Und wie man sieht, können wir wieder Münzen einsammeln. Diesmal Rocket Raccoon. Du hast eine Mixmünze gefunden. Sammle sie alle, damit diese Figur diesem Playset beitreten und exklusive Missionen freischalten kann. Der Wahnsinn. Natürlich werden wir sie mitnehmen. Das springende Motorrad. Eigentlich brauche ich so ein Ding gar nicht. Dennoch fahren wir jetzt ein bisschen damit rum, weil wir können ja fliegen. Und wer fliegen kann, würde bestimmt kein Motorrad fahren. Oh Gott, die Steuerung ist so schrecklich von den Fahrzeugen. Aber das Motorrad hier, das toppt wirklich alles. Das ist richtig mies. Siehst du, war nicht so schwer. Das ist wie Motorradfahren mit einem leistungsfähigen, hochmodernen Turbomotor. Junge, das war richtig schwer. Aber wenigstens level ich hier. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, dann findest du eines an den Transportanfragestationen von S.H.I.E.L.D. Hilf jetzt lieber Jarvis, die Sicherheit im Turm zu stabilisieren. Sobald das erledigt ist, begibst du dich in den Kampf. Okay, wir haben hier Rocket Raccoon und Nova. Alle Eisriesen wurden aus dem Turm verjagt. Aber wir brauchen volle Energie, um die Verteidigungssysteme zu aktivieren. Lokalisieren Sie die Notstromüberbrückungen im Bereich des Avengers Tower und aktivieren Sie sie. Alles klar, hier sollen wir hin. Machen wir. Energiekrise. Und ich muss sagen, die Stadt hier sieht eigentlich ganz cool aus. Besonders hier mit den Schneeflocken. Hier unten so ein bisschen Schnee und Eis. Normalerweise müssten wir doch schneller hier fliegen können. Ah, so geht's. Alles klar, wir können ja auch richtig Gas geben, wie man sieht. Hier war doch eben noch eine Münze. Du hier siehst ziemlich mies aus. Moment, ich brauche die Münze. Dann hauen wir die 7 hier weg. Erstmal die hier. Die sehen ein bisschen gefährlicher aus. Das sind die Alten. Die alten Eisriesen. Mit ihren Waffen in der Hand. Aber Thors Hammer hier zerlegt eben alles. Allein der Klang, dieser dumpfe Klang von unserem Hammer. Ist schon irgendwie cool. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Und jetzt haben wir Energie. Ich musste gar nicht draufhauen, oder wie? Doch, natürlich. Eins von drei. Es müssen natürlich wieder drei sein. Das ist eben hier diese Disney-Zahl. Drei. Die magischen drei. Drei Generatoren. Drei Gegner eliminieren. Drei Wellen überleben. Wir alle kennen's. Boah, wir können hier wieder alles wegräumen. Sogar uns selbst. Ich bin Thor. Ein wenig schwul. Boing. Hey, ich bin gar nicht umgekippt. Aber Rocket Raccoon. Oh yeah. Oh yeah. Meinetwegen. Ich hau jeden weg. Wer braucht Hilfe? Die fette Dame hier drüben. Jetzt nicht. Ich habe andere Sachen zu erledigen. Eisriesen, Baby. Fucking Eisriesen. Lokalisieren Sie die Notstromüberbrückungen im Bereich des Avengers Tower und aktivieren Sie sie. Ich bin dabei. Dämliche KI. Oh, da kommen neue. Man sieht es, wir hauen jetzt noch mehr rein. Dank dem einen Upgrade. Doch sobald wir Level 3 sind, müssen wir hier ein bisschen weiter leveln. Irgendjemand redet hier ganz, ganz merkwürdig. Zwei von drei. Und hier noch eine Münze von Rocket Raccoon. Sehr winterlich. Oh, und noch eine hier drüben. Die sind eigentlich ziemlich einfach zu finden, finde ich. Ja. Sechs von zehn. Sieben von zehn. Hier sehe ich schon wieder die nächste. Und hier drüben sehe ich auch noch Erfahrungspunkte. Da gehen wir auch noch hin. Da gehen wir natürlich auch noch hin. So viel Zeit muss sein. Die Zerstörungswut von Thor. Ich habe das Gefühl, gerade gespeist zu haben. Gespeist hat der Mann.
Echte Männer speisen. Leveln ist was für Pussys. Wen haben wir denn hier? So ein Ölscheich? Den wir natürlich auch durch die Gegend werfen können. Willst du mich jetzt einfach töten? Du bist immer noch am Leben. Ich dachte eben gerade, ich hätte ihn wirklich getötet. Indem ich ihn hier drüben in die Wand reingeprügelt habe. Renn, kleiner Mann, renn! So, Feierabend. Und wir haben wieder Energie. Energie wiederhergestellt. Aktiviere Starks Sicherheitsprotokoll J5932. Es ist außerordentlich wichtig, die Stromüberbrückungen um den Turm herum zu aktivieren. Bist du bereit für eine echte Herausforderung? So, hier drüben sehe ich schon wieder die nächste Mission. Genau der Avenger, den ich gesucht habe. Bereit? Aber natürlich, Sammy. Aber die nächste Mission werden wir mit Iron Man erleben in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen, danke für eure Bewertungen und tschüss!